Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Das Schwarze Auge Memoria. Jo, in der letzten Folge haben wir den Stab hier aus seiner kleinen Zelle befreit und leider konnten wir auch Nuri nicht zurückverwandeln lassen vom Stab bei Geron jetzt, in Gerons Zeit, weil Nuri, wie es aussieht, jetzt schon ihren, ja, ihr Gedächtnis verloren hat und sie jetzt wie ein Rabe ist, sie sich nicht mehr daran erinnern kann, dass sie eine Fee war. Und dann ist sie gleich da abgehauen. Und der Stab wollte dann erstmal, dass wir Satyas Geschichte beenden. Ja? Das Ende ist noch offen. Und Satya befindet sich hier auf der fliegenden Festung, mitten im Krieg. Man hier schön draußen sieht, alles rot, Blitze. Man hört Kämpfe. Ja, wir haben den Stab befreit. Da ist er wieder. Juhu. Und damit haben wir auch unsere Zauber wieder. Aktivieren, deaktivieren, Vision schicken und end- und versteinern. Nun frage ich mich gerade, wo wir hin sollen. Können wir jetzt hier einfach raushüpfen? Durch den Einschlag ist die Waffenkammer abgesackt. Ich erreiche den Übergang nicht mehr. Nee, wir müssen den Schwebekristall kaputt machen, oder? Oder aktivieren, damit er wieder geht. Wecke den Schwebekristall. Ah, damit wir wieder... Ach, na klar, damit wir wieder nach oben kommen. Ah, das macht Sinn. Sehr gut. Danke. Gern geschehen, Prinzessin. Hätten wir ihn zerstört, wenn wir noch weiter auf den Boden gefallen. Das wäre ja nicht gerade vorteilhaft gewesen für uns. Okay. Wo sind wir denn jetzt hier? Da geht's weiter nach oben. Da geht's zurück zur Waffenkammer. Wollen wir aber nicht hin. Wir müssen nach oben. Ist auch irgendwie gar nichts. Zumindest sehe ich wieder nichts. Na gut, dann gehen wir einfach mal nach oben. Ganz gemächlich. Da brennt's. Die Schwebekammer ist das Zentrum der Festung. Sie hält das ganze Gemäuer in der Luft. Wenn Kasim den Hauptkristall unter seine Kontrolle bekommt, hat er mehr Macht als jemals zuvor. Was man mit ein paar Steinchen nicht alles machen kann. Tja, ich glaube mal, da sollen wir hin, ne? Um ihn aufzuhalten. Wir sind fast da. Jep. So, hier war Lichter, Schwebekammer. Achso, das ist das Gleiche. Die Schlacht ist in vollem Gange. Ihr habt euer Ziel endlich erreicht, Herrin. Die große Schlacht gegen die Dämonen. Ja, nur dass der schlimmste Dämon nun keiner mehr ist. Gut, machen wir uns auf den Weg zur Schwebekammer. Ach, da hinten laufen wir jetzt, okay. Ein Verwundeter? Oder ist er schon... Sieht so aus, als kämen wir zu spät. Er ist schon tot. Der Admiral. Sieht so aus, als kämen wir... Das war eindeutig er. Dieser Hund. Kasim meinen Sie damit natürlich? Okay. Okay. Das war's hier? Ich denke mal nicht, dass wir da irgendwas machen können. Ich meine, es ist ein Mensch, den werden wir jetzt hier nicht wieder aktivieren können. Das ist wohl nicht magisch genug. Natürlich nicht. Nein, wir gehen weiter. Was soll der Quatsch, ne? Zögerst hier gerade heraus. Hinaus meine ich natürlich. Oh oh. Was geht denn da ab? Alter. Prinzessin. Ariarchos. Seid ihr in Ordnung? Ach, da, ihr kommt zu spät. Er hat es fast geschafft. Habt ihr noch meinen Dolch? Er hängt an meinem Gürtel. Wir hatten versucht, ihn zu weihen. Aber es war, als hätten die Götter sich geweigert, es zu tun. Als hätten sie sich von euch abgewandt. So weit ist es also schon gekommen. Jetzt strafen mich auch noch die Götter mit ihrer Missachtung. Da
damit bleiben mir wohl nur noch meine Zauber. Prinzessin? Was ist? Ich fürchte, die geballte Präsenz des Prinzen und der Kristalle erschwert mir jede Art von magischer Einflussnahme. Ihr müsstet schon ganz nah an ihn heran und ihn berühren, wolltet ihr ihn verzaubern. Erst die Götter und jetzt das. Dann muss es eben so gehen. Ihr wollt nicht allen Ernstes nur mit einem Dolch bewaffnet in die Schlacht ziehen. Als wäre es je anders gewesen. Na, Prostmahlzeit. Wie der aussieht. Ich habe gar keine Lust darauf. Ach du meine Güte. Na gut. Erstmal schauen wir uns in Ruhe um, ne? Sie sind Zeit alle haben wir noch. Tot. Kasim hat sie umgebracht. Ja, der Penner. Der wird auch noch leiden hier. Er trägt noch sein Zepter bei sich. Jetzt nicht mehr. Das Zeichen des Praios geweihten. Unbrauchbar. Aber ich klammere mich an jeden Halm, den ich finden kann. Steine. Nehmen wir doch auch mit hoch. So, hat der auch noch was? Sie sind alle tot. Schauen wir mal nach. Er hat nichts mehr außer seinem Gürtel. Und wir nehmen auch noch den Gürtel, oder was? Gott, wenn wir so viele Gegenstände haben, müssen wir da irgendwas miteinander kombinieren. Ich ahne es. Eieiei. So, Turmtür, die ist abgeschlossen und da liegt auch noch einer. Wahrscheinlich sagt sie auch wieder, der ist tot, Kasim hat ihn umgebracht oder so. Der Geweihte des Totengottes hat seinen Meister gefunden. Nö, okay. Mal gucken, was er jetzt hat. Er trägt einen Federkiel bei sich. Ah ja. Kein Ersatz für ein Schwert. Aber was habe ich für eine andere Wahl? Ein Federkiel. Ja, oder einfach nur Feder genannt. Was sollen wir denn damit? Ach du Schreck. Sie führt in das Innere der Schwebetürme. Müssen wieder rein. Sie ist verschlossen. Und wir müssen da lang, ne? Das ist doch unsere einzige Möglichkeit. Liebe Kristall? Ihr seid schlau, Herrin. So kann der Kristall nun nicht mehr nach oben schweben. Was hab ich denn gemacht? Ich bin auf der falschen Ebene. Naja, wir müssen auf eine andere Ebene, das ist klar. Okay, wie machen wir das jetzt? Ich meine, zaubern können wir ja nicht. Das heißt, das werden wir ja nicht aufkriegen. Das ist wohl nicht magisch genug. In Steinen versteinern. Der Zauber wirkt nur auf Lebewesen. So. Ja, probieren wir einfach mal alles aus, was wir haben. Das ne? lässt sich nicht schneiden. Muss eins schlagen? Ich darf jetzt nicht den Kopf. Nein. Weiß ich nicht. Nein. Nein. Wozu den Gürtel? Nein. Keine Ahnung. Steine werden auch nicht helfen. Nein. Nein, okay. Ich hab's verstanden. Es gibt nichts. Was macht er da? Er versucht mit der Macht der Kristalle die Erinnerungen aus der Maske auszulesen. So wie ich deine Zauber beherrsche, wenn ich die Maske trage, will er auch die Magie des Zeitdschinns lernen. Wie viel ihr auf einmal von diesen Dingen versteht, Prinzessin? Ich bin schon seit Tagen auf dieser Festung. Ich hatte genug Zeit, seinen Plan herauszufinden. Noch hat er euch nicht gesehen. Ja. Zeit für einen Überraschungsangriff. Ich bin jetzt wieder ein bisschen still, weil ich hier echt gerade überlege, wie wir hier weiterkommen. Diese Arme verbinden ihn mit den Kristallen. Über sie bezieht er seine Macht. Sie sind seine größte Stärke, aber auch seine empfindlichste Schwachstelle. Von dieser Seite des Raumes komme ich nicht an ihn ran. Ja, ist klar, wir müssen hier auf jeden Fall durch. Er hält die gesamte Festung in der Luft. Solange Kasim mit ihm verwachsen ist, beherrscht er hier alles. Also wir müssen auf jeden Fall hier durch diese Tür durch. Er hängt zu weit oben, um ihn mit irgendetwas zu treffen. Aber solange ich irgendwie keinen Plan habe, wie wir diese Tür aufmachen, schaue ich mich erstmal weiter um. Da ist noch ein Schwebekristall. Da auch. Auf der Brücke befindet sich ein Schwebekristall. Ich bin auf der falschen Ebene. Turmtür. Wie kriegen wir diese Turmtür auf? Können wir denn schon irgendwas miteinander kombinieren? Der Weg der Willkür... Das führt doch zu nichts. Mir fehlt die Vision. Ja, mir auch. Mir fehlt die Vision.
Okay, den Stein können wir mit nichts kombinieren? Das wird niemals gehen. Lieber nicht. Na, das hatten wir ja schon. Lieber nicht. Mir fehlt die Vision. Ich darf mein Ziel nicht... Gürtel? Ich darf mein Ziel nicht ab... Das führt doch... Nein. Was sollen wir hier tun? Was, das wird niemals was, gehen. Was? Vision schicken? Dem Typen? Na, Quatsch, geht nicht. Und zaubern können wir ja nicht. Die Präsenz des Prinzen, solange er mit dem Hauptkristall verbunden ist, kann ich nur Dinge verzaubern, die ganz nahe sind. So nahe, dass ihr sie berühren müsst. Meine Katze macht hier gerade Randale. Ich muss mal ganz kurz weg. Bin gleich wieder da. So, ging jetzt schneller als gedacht. Das war ja wieder klar. Kaum will ich aufstehen. Hört der auf mit dem Quatsch? Echt. Man muss immer erst drohen, ne? Dass man hingeht. Mann, Mann, Mann. So, okay. Wie kommen wir durch diese Turmtür? Ich habe echt... Wir haben doch jetzt alles ausprobiert. Außer das mit dem Alkohol und mit dem Verband. Aber mit dem Stab einfach mal da ranhalten... Ich darf jetzt nicht den Kopf verlieren. Können wir ihm irgendwas noch zeigen? Lieber nicht. Können wir noch mit ihm sprechen überhaupt? Gebt auf! Er ist euch weit überlegen. Ja, nein, mach mir ich doch werde Hoffnung ihm hier. Alles entgegenhalten, was ich in die Finger bekomme. Er hat mich lange genug gedemütigt. Wir können nicht mit ihm sprechen. Also, nicht weiter. So, die sind alle tot. Die haben wir auch durchsucht, da ist nichts mehr zu finden. So, hier kommen wir überhaupt nicht lang. Da ist nichts, hier ist nur diese Turmtür. So, das sind alles Ebenen, die... Sie führt in das Innere der Schwebetürme. Da müssen wir rauskommen, denke ich mal. Dass das so gedacht ist. Sind nur lauter Schwebekristalle, aber die können wir ja nicht zerstören von hier. Ich bin auf der falschen Ebene. Ich bin auf der falschen Ebene. Das ging ja nicht, das hatten wir auch schon. Steinern, also... Mein Zauber wirkt nur... Ich bin auf der... Der Zauber wirkt nur... Irgendwas übersehe ich doch hier, oder? Mein Zauber... Irgendwas muss ich übersehen. Nein. Das ist es nicht, naja, das ist schon klar. Nein. So. Einmal hat gereicht. Einmal hat gereicht. Probier jetzt hier alles nochmal aus. Ich sehe keinen zusammen... Das bringt mich... Ich darf jetzt... Das bringt mich... Ja, mich auch nicht, aber was sollen wir tun? Ich habe ja keine Ahnung. Danke, Herrin, aber ich bin schon hibbelig genug. Ich darf jetzt nicht den Kopf verlieren. Ich sehe kein Das bringt besser. Also ganz ehrlich, ich habe jetzt alles Mögliche miteinander versucht. Es ist kaum noch Alkohol in der Flasche. Es ist kaum noch... Ich habe versucht, jetzt alles Mögliche miteinander zu kombinieren. Ich habe hier die ganzen Typen untersucht oder durchsucht, alles von denen abgenommen. Ich habe alles mit... So, wir haben mit Archiaschos gesprochen, der... Ich habe alles mitgenommen, was ich finden konnte. ...uns keine weitere Hoffnung macht. Wir haben alles an diese doofe Tür ausprobiert. Ich habe alles mitgenommen, was ich finden konnte. Wir haben die Zauberarbeit weitestgehend durchprobiert. Obwohl das ja eigentlich schon Schwachsinn ist, weil wir hier nicht zaubern können. Meinte zumindest der Stab, ne? Ja, also ich weiß nicht was. Irgendwas habe ich hier übersehen. Kein Plan. Ich bin der Meinung eigentlich, dass ich nichts übersehen habe. So, können wir denn wieder zurückgehen? Nein. Ah, juhu. Also wir sind ja auch noch gefangen. So, das heißt... Es tut mir leid, aber wir sind jetzt hier seit über 10 Minuten, glaube ich, damit beschäftigt, hier nicht rauszufinden. So, und es wird Zeit, mal die Lupe wieder einzuschmeißen. Denn irgendwas muss ich doch hier übersehen haben. So. Irgendwas zeigt's mir. Nee.
Ich hab nichts übersehen. Wir hatten die Tentakel, wir haben Kasim angesprochen, wir haben die Kristalle alle angeklickt, die sich alle auf der falschen Ebene befinden. Wir haben die drei Leichen untersucht, wir haben das Tor und wir haben mit Archiaschos gesprochen. Okay, wir haben also nichts übersehen, das beruhigt mich, aber andererseits finde ich es auch nicht so cool, weil mir die ganzen Ideen jetzt ausgehen. Können wir dem Archiaschos irgendwas zeigen? Den Zauberstab? Nein. Alkohol vielleicht. Ich darf jetzt nicht den Kopf... Ein Verband? Vielleicht kann er sich ein bisschen verbinden? Hier, nehmt einen Streifen von meinem Verband. Danke, Prinzessin. Nu? Jetzt besser gelaunt? Gib auf! Nein, ich werde... Er hat mich... Okay, jetzt haben wir ihm ein Stück Verband gegeben. Können wir das nochmal machen? Hier. Danke. Na toll. Sieht nicht wirklich viel. Ab Deutschen. Wenn die Götter den Dolch nicht weihen wollen, werde ich die Welt eben ohne sie retten. Okay, was ist mit dem Stab hier? Der Weg der Willkür ist nicht... Der sein kann, dass Archiaschos oder wie auch immer er heißt, uns dazu irgendwas sagt. Aber nein. Das bringt mich nicht weit. Auch nicht? Gürtel? Mir fehlt die Vision. Na, mir erst. Aber sowas von. Ederkiel? Ich darf jetzt nicht den Kopf verlieren. Alter! Ey, bin ich so doof, oder was? Kann doch nicht angehen. Die einzige Person, der ich damit eine Vision schicken könnte, bin ich selbst. Toten wahrscheinlich auch nicht. Erst brauche ich einen Gegenstand von ihm. Da haben wir doch irgendwas. Was hatten wir denn? Was haben wir denn von ihm bekommen? Den Gürtel? Oder den Stab? Das ist kein persönlicher Gegenstand. Von niemandem. Okay. Das ist kein persönlicher... Erst brauche... Prinzessin. Bist du denn kein Gegenstand? Au, hört ihr das? Das war das sanfte Brechen meines Herzens, beziehungsweise das sanfte Knarzen meiner Rinde. Aber für mich ist es dasselbe. Oh Mensch, wie süß. Erst brauche ich ein... Das Zielobjekt muss von einer Person lange mit sich herumgetragen worden sein, sonst wirkt der Zauber nicht. Okay, keine Chance. Keine Chance. Hey, Alter, was machen wir hier? Was sollen wir tun? Das ist wohl nicht magisch genug. Tja, der Gürtel wohl auch nicht. Die wieder ist recht nicht, die Steine schon mal gar nicht. Der Dolch. Ich fürchte, mein Zauber wirkt nur auf magische... Ja, auch nicht. Ja, auf dich auch nicht. Ja, Schwachsinn, alles bekloppt. Sollen wir hier versteinern? Steine versteinern? Mein Zauber wirkt nur... Einst konnte ich das... Der Zauber wirkt nur auf Leben. Der Zauber... Einst konnte... Ey Leute, ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Ja. Nee, also ich glaube, es bringt dir nichts. Ich glaube auch nicht, dass wenn ich jetzt in der Nacht drüber nachdenke, dass ich da noch was... Meiner Meinung nach bin ich hier wirklich alles ausprobieren gewesen. Naja, außer was halt ihn da betrifft. Aber wir sollen ja an ihn heran, deswegen ist es ja schwachsinnig, da irgendwas auf ihn raufzuschmeißen. Wird überhaupt keinen Sinn machen. Er ist so weit weg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier irgendwie... Oder können wir da Steine anschmeißen? Ich bin auf der falschen Ebene. Da? Er hängt zu weit oben. Besser nicht. Im Prinzen? Nein, oder? Au! Wer wagt es? Na, wer wohl? Satya? Du lebst? So leicht wirst du mich nicht los. Ach, Mädchen. Lass mich doch einfach in Ruhe. Können wir das nochmal machen? Wir können nochmal. Ah, für wen hältst du dich? Wir ärgern ihn, dich jetzt ein bisschen. Einstellen haben wir noch. Das hört jetzt auf. Und nun sieh zu, wie ich mir diese Kammer ein für alle Mal unterwerfe. Na toll. Prinzessin, ich habe noch etwas für na euch. Endlich. Meine Güte.
gibt er uns bestimmt den Schlüssel zum Turm hier. Ihr könnt ihn nicht verwunden, solange er den magischen Schild um sich herum trägt. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Speist sich aus dem Hauptkristall und den 5 kleinen Schwebekristallen in den Türmen. Was, ja, wenn ich die Kristalle ausschalte? Dann wird auch er schwächer und sein Schild kleiner. Nehmt diesen Schlüssel zum linken Schwebeturm. Ey. Aber beeilt euch! Er wird von Moment zu Moment mächtiger. Es ist nicht zu fassen, oder? Ich danke euch. Alles ausprobiert und dann das war's. So einfach mit Steinen auf ihn schmeißen. Ich habe ja gedacht, weil der Stab hat uns ja auf die Fährte gelockt. Wir sollen ihn noch nicht, solange er uns nicht sieht und so, Überraschungsangriff. Deswegen bin ich niemals auf die Idee gekommen, ihn mit Steinen zu beschmeißen. Aber okay, jetzt habe ich es ja doch gemacht. Einfach aus dem letzten Einfall, den ich jetzt noch hatte. Alter, krass, Mann. Toll, jetzt ist die Folge gleich zu Ende und wir haben hier gerade mal... Oh, wei. Tja, ja, ich denke... Ja, nee, wir lassen es jetzt hier an dieser Stelle auch. Ich glaube, so 20 Minuten sind schon rum. Das war echt krass, oh, wei, ey. Ja, das muss ich jetzt erstmal verarbeiten und hoffe ich, dass es jetzt in der nächsten Folge ein bisschen zügiger jetzt vorangeht, weil ich glaube, wir sind wirklich dem Ende jetzt nahe. Und ich bin wirklich gespannt, wie es hier ausgehen wird. Und ich hoffe, dass ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und in diesem Sinne, macht's gut, eure Aschna. Tschüss!